Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde Brawl Stars. Heute gibt es wieder die Bonus One Championship. Heute gibt es Gruppe E zum zweiten Mal. Wir haben gerade eben das erste Spiel hinter uns gebracht. Jetzt heißt es noch einmal in die Gruppe eintauchen am heutigen Spieltag. Wir sind dann nächste Woche am Donnerstag nochmal zum letzten Mal dann. Aber heute konzentrieren wir uns mal auf den zweiten Spieltag auf X-Ray gegen Teen. Spannendes Spiel in der Hinsicht, dass beide ihr erstes Game bereits gewonnen haben. Und der Sieger somit mit einem Riesenschritt bereits im Achtelfinale steht. Teen mit einem 3:0-Sieg im ersten Spiel, X-Ray mit einem 3:1-Sieg. Also, da kann alles passieren jetzt heute. Und da freue ich mich wirklich auf das Duell der beiden. Wir sehen wieder die üblichen Maps, die üblichen Brawler vielleicht auch. Wir haben ja auch schon ein paar Neuheiten heute gesehen. Und wir starten rein in die erste Runde. Mal schauen, ob wir das übliche Team-Battle erleben dürfen. Nein, dürfen wir nicht. Zum ersten Mal auf der Map sehen wir einen Rico mit T. X hat sich klassisch für den Team entschieden. Der auf einmal gute Hits trifft und der gleich den Kill macht. Also er macht das clean und macht das 1:0. Hat ja nicht lange gedauert. Hat das sehr gut gemacht und die, glaube ich, weiß, dass sie sich mit dem Brawler ein bisschen verspielt hat. Das sieht nicht nach der richtigen Wahl des Brawlers aus. Hat wieder einen fetten Hit ab. Jetzt aggressiv, macht das sehr gut, aber stirbt er da auch noch. Das hat er jetzt besser gespielt, aber geht er da auch noch down. Und somit kann er das jetzt nicht ausnutzen. X-Ray wartet nur auf den Bull. Kommt der Bull jetzt? Keine gute Möglichkeit. Ah, da geht daneben. Aber T ist One-Shot. Und muss ich da mal healen. Was macht er jetzt? Bekommt wieder einen Hit ab. Oh, das ist gut von X-Ray. Oh, geht das aus? Es geht sich aus! X-Ray sieht die Lücke und macht das Tor und gewinnt die erste Runde. Hat er ganz schön clever runtergespielt und somit holt er sich hier das 1:0. Ich freue mich wirklich auch auf den dritten Spieltag. Denn bis jetzt ist bis auf in Gruppe A noch gar nichts entschieden. In allen Gruppen, die wir bis jetzt schon gesehen haben, gibt es überall noch Chancen für jeden. Und das freut mich sehr, auch hier zu bleiben, egal wie dieses Game ausgehen wird. Morgen dann auch Gruppe F, wir sehen KJ zum zweiten Mal im Einsatz. Ich glaube, morgen spielt er gegen Easy Gang und Lennox Money in Tieren Games in Gruppe F morgen. Aber jetzt zweites Game hier, wir sehen hier zum zweiten Mal einen Benny auf dieser Map, aber die kann den Ball halten. Wichtig hier, dass er da noch rankommt. Wir sehen zum zweiten Mal eine Benny. Sehr interessant, dass der Pick hier Zeitgruppe E da aufkommt und die macht da gleich mal den Kill. Und macht kein Tor. Und macht das Tor nicht. Er probiert jetzt den Melee-Move. Jetzt schießt er da mal rein. Ich glaube, er will die Ult wieder bekommen. Oh, er macht das natürlich gut, aber das war nicht wirklich clever gespielt jetzt. Also das war miserabel. Warum schießt er nicht einfach das Tor? Ja, und X-Ray wartet natürlich jetzt ab und macht das 1:0. Also das war Melee-B-like, aber das war halt dann auch nicht clever gemacht. Probiert das wieder, ist die Frage. Jetzt muss er halt mal ein Tor schießen. Das hätte er bei 2, bei einem 5 und 1 schon machen können, aber nicht, wenn es 0:0 steht.
Da schieße ich lieber mal sicherheitshalber das erste Tor. Man kann dann immer noch solche Plays machen. Jetzt hat X-Server leider sich zweimal in der Ult verrannt. Und die macht jetzt das 1-1. Alles wieder auf Anfang hier in diesem zweiten Spiel. Die mit sehr guten Hits mit Benny. Der spielt das clean. Oh, kann er jetzt down bekommen? Nein, der Quirin nicht down. Und X-Ray hat jetzt vielleicht die Chance und ich glaube auch die Zeit, um mit der Ult da einen Ball reinzumachen. Der Ultschuss kommt, das Tor kommt, er steht 2-0. Das Game geht auf Ult, auf Tees Kappe. Da ist er ganz allein selber schuld, dass er das Game verliert. Wer den Move macht und den dann auch nicht durchziehen kann, der muss mit sowas rechnen. Jetzt also für X-Ray hat zwei Matchballspiele, könnte auf Boxing Day alle schon bereits für sich entscheiden. Ja, und T muss schauen, dass er jetzt Anschluss findet. Wer muss schauen, dass er jetzt auf dieser Map Anschluss findet? Wir sehen Sprout gegen Dynamite. Sorry für den riesen Lag gerade. Ich weiß nicht, was los war. Aber wir sehen T, der jetzt da mal entlang stürmen kann. Wenn er jetzt wieder das doch nicht schießen will, dann reicht's mir aber. Das ist einfach nur dumm. Das wäre jetzt einfach nur dumm gewesen, wenn er wieder abgewartet hätte. 1-0. Starke Ult von die macht hier den Kill und jetzt vielleicht auch das Tor sollte sich ausgehen und das geht sich auch gut. Ja, ich verstehe den Move halt nicht. Ist halt nicht die feine Art, was die hier abzieht. Macht man auch irgendwo nicht. Will da glaube ich unbedingt immer noch im Highlight-Video so damit kommen. Ja. Wenn er meint, holt sich hier den Kill. Ich hoffe, er schießt das Tor jetzt einfach. Er liegt mir auch 2-0 zurück. Er macht das Tor jetzt, aber er hat ja auch schon den Shapeplay gesehen, dass die unter allen Menschen einfach nur den Trickshot machen will. 2-1. Ja, das ist so eine, ja, schwierig. Das ist halt eine Art, die ist komisch. Auch schon im zweiten Match mit Benny will er unbedingt den Melee machen und einfach rumlaufen um das Building, aber funktioniert auch nicht, also schwierig, schwierig. Ist auf jeden Fall Match 4, erster Matchball abgewehrt, der hat noch nie ein Spiel, das von 2-0 gedreht wurde. Das nächste war eben ein 2-2. Aber vielleicht hat T jetzt die Chance auf Map 4 auf Super Stadium das Ganze zu drehen. Wir hätten Lian Terror oder Sandy zur Auswahl. In letzter Zeit sehr viel Terror gesehen. Mal schauen, was es heute wird. Und sollten dann eben zu Map 5 kommen, könnten wir mal Byron Walk oder Byron in Action sehen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir warten jetzt sehr lang, vielleicht gibt es da was zu klären. Ich schau mal ganz schnell nach. Aber es sieht nicht danach aus. Nee. Das heißt, wir sollten eigentlich gleich weiterspielen. Ja, was haltet ihr vom Move von T? Was sagt ihr dazu? Wir hatten das auch im ersten Spiel gegen Shapeplay gesehen. Er macht auf Dore nicht, die er machen kann. So, X-Ray. Denke ich, glaube ich mal, er hat den besseren Pick. Kann ihn auch besser nutzen, ist jetzt die Frage. T trifft den Shot nicht. Nun muss ich zurückziehen.
Hätte er fast geschafft. Aber ich soll jetzt vielleicht mit dem besseren Move. Wartet mal hinter der Wand, ganz geschickt. Die Hits von die, der wird schon nah bei Ult sein. Macht auch den Kill jetzt. Gut gemacht von die. Hat er jetzt genug Zeit, um das Tor zu machen? Das ist jetzt hier die Frage. Jawohl, hat er. Und somit geht die mit 1:0 in Führung in diesem zweiten Spiel. Jetzt auch Ult, spielt Schaden. Das ist gut, das ist sehr gut gespielt. Jetzt hier 16 HP bei X-Ray. Der sich da zurückzieht und die macht das ganz schön schlau. Die Frage ist, denkt X-Ray das? Ja, er weiß es. Er hat sich was gedacht. So, jetzt mit der Ult. Der Ball geht auch weg und die kann sich auch hinter der Wand verstecken. Oh, sogar mit nicht Heal, sondern mit dem Schaden. Und der Schadensdarbauer jetzt vielleicht auch die Chance für X-Ray einfach durchzulaufen. Genug Zeit hat er, hat genug Zeit. Und X-Ray ist ein Tor davon entfernt, hier das Game für sich zu entscheiden. Die hat aber wieder Ult, kann ihn wieder einsetzen. Geht jetzt aggressiv, will das Tor machen. Ah, hätte er vielleicht sogar besser runterspielen können. Und X-Ray wartet mal hinter der Wand. 40 Sekunden in diesem Game noch. Zeit für beide. Sven macht es natürlich auch nicht schlecht, wartet einfach ab. Schießt den Ball jetzt mal zur Seite, bewegt sich langsam nach vorne. Zwei Hits jetzt abbekommen. Drei Hits abbekommen. Und die sollte nah an der Ult wieder sein. Das ist gut gespielt von die, der jetzt die Ult macht. Jetzt ist das für X-Ray, glaube ich. Denn jetzt sollte die sich den Ball holen können und er macht das Tor und gewinnt das Match. Wir sehen Match 5 schon wieder. Und zum zweiten Mal schafft sein Spieler ein 2-0 auf ein 2:2 aufzuholen. Noch nie hat es jemand geschafft, der es dann gedreht hat. Jetzt bin ich wirklich schon sehr gespannt. Match 5. Decider. In beiden Spielen Gruppe E sehen wir den Decider. Das ist wirklich cool. Wir sehen Clean Shot. Entweder Brock, Viper oder Byron. Aber das macht das Ganze wirklich cool. Auch hier den Decider zu sehen. X oder D. Jetzt bin ich wirklich auch schon sehr gespannt auf die zwei. Wer sich hier durchsetzen kann. Für beide kein leichtes Spiel hier. Und ich glaube, die hätte das Spiel auch gewinnen können. Hätte er nicht mit Benny sehr hart gejoked. Aber an die Seite, wir haben gesehen, Brock hat seine Vorteile, Byron hat seine Vorteile, Bab hat seine Vorteile für diese Map. Es ist schwer, den richtigen Weg zu finden. Man müsste fast mit dem Fall gehen, mit dem man sich am wohlsten fühlt, mit dem man auch am besten performen kann. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf diese Runde. Und sie sind im Game. Wir sehen den Decider 2 in Gruppe E. Wir sehen einen Brock mit Jump Gadget. Und wir sehen hier die auch mit einem Brock. Also Brock Duell. Auch von Starball unterscheiden sie sich. Aber auch von Gadget unterscheiden sie sich. X-Ray wollte früh jumpen. Hat es auch gemacht. Auch kann er durchlaufen. Es wäre ein sehr wilder Move. Geht der Ball. Nein, er schießt nicht mal rein. Er schießt daneben. Da wäre vielleicht auch das andere Gadget ganz praktisch gewesen. Und die trifft zweimal da nichts, sondern nur die Wand. X-Ray wartet geschickt ab. Macht das sehr klug, lässt sich da gar nichts anmerken. Jetzt kommt ein Schuss und der trifft. Sollte nah an der Ult sein. Oh gut, jetzt. Gutes Gadget von die. Das hat er sehr clever gemacht. Und hat er jetzt genug Zeit, hier auf das Tor zu schießen? Oh, X-Ray spawnt. Es geht sich aus. Die führt mit 1:0.
Er hat jetzt alles in eigener Hand. Die, oh, das war gut. Aber da kommt die Ult. Da kommt eine unglaubliche Ult von die. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Ja, das war's. X wird aufgegeben. Und die kann somit das Tor machen. Und die dreht das Spiel gegen X-Ray und gewinnt mit 3:2. Und das ist eine Überraschung für mich in dieser Gruppe, dass die beide Spiele gewinnt. Wir sehen das gleiche wie auch nicht, warte mal, lass mich kurz überlegen, wie auch in Gruppe D praktisch mit Smokey, der auch überzeugt und zweimal gewonnen hat. Und jetzt auch hier in Gruppe E, die gewinnt. Dreht hier das 2:0 und holt sich den Win. Unglaubliches Match, unglaubliche Gruppe. In der geht es wirklich sehr eng zu. Ich freue mich auf den dritten Spieltag. Alles noch drin. Denn wenn X-Ray verlieren sollte gegen J-Play und dann auch noch T gewinnen sollte gegen Oro, dann kann auch J-Play mit 0 Punkten noch weiterkommen. Also alles offen in der Gruppe. Ich freue mich auf den dritten Spieltag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.